Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Bisschen spät heute, weil, ja, ich hatte viel zu tun. Minecraft-Server startet bald und, ja, noch ein bisschen Entwicklung bei Roblox wieder und, ja, der Server von GTA Roleplay startet auch bald. Ja. Sehr viel draußen gewesen heute. Jo. Einmal noch kurz ein Holla. Chat. Ich habe noch den 200er Boost aktiv und den möchte ich gerne jetzt noch machen. Schalten, wenn ich, also, ja. Aufbrauchen, wenn wir noch den EXP Bonus haben. Und, ja, also. Das Event wird wahrscheinlich heute oder morgen fertig sein. Also keine 150% XP mehr. Und nur noch 100%. Jo. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt zum Leveln zwischendurch. Ich bin halt meistens nicht am PC. Oder einfach, wenn ich am PC bin am Arbeiten, dann kann ich halt nicht streamen. Aber es wird jetzt wieder mehr. Also. Wir haben natürlich mit dem Minecraft-Server werde ich da viel Zeit investieren können. Und dadurch auch andere Spiele, wie zum Beispiel Emmerling. Auch wieder ein bisschen mehr Stream. Jo. Momentan ist jetzt wieder Cities mehr online. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Warzone machen können mit unserem Lowy. 53,5. Ja. Ist sozusagen. Jetzt doch die XP natürlich schon besser. 5 Level also gemacht. 5,5. Jo, aber ganz viel besseres Equip habe ich nicht. Also ich habe noch ein Schwert geholt. Ich habe hier noch Ritter-Duell-Panzer für Level 45, die ich nicht brauche, weil ich schon weiter bin. Höherlevelig. Das Schwert ist hier, Schwert des Abgrunds für nächstes Level. Vielleicht können wir damit mehr Schaden machen, dadurch mehr XP holen. Aber wir sind halt noch nicht ganz so zäh. Jetzt noch einen Drachenpfeil bekommen. Ja, schauen wir dann mal. Ich denke, wenn es jetzt wirklich sehr unfair gegenüber uns ist, ja, machen wir einfach weniger. Aber jetzt müssen wir noch 11 Minuten 36 Sekunden. Ein bisschen Monster kloppen, sonst bringt es ja nichts. Wenn wir hauptsächlich angegriffen werden und niemand greift, also wenn jemand tötet, dann ist es umsonst, dieses Ding. Spike. Kenn ich jetzt nicht so, das Spike. Vielleicht den Zwink. Jo, und Deutsche waren schon sehr aktiv wie in letzter Zeit. Das haben wir im letzten Livestream ein bisschen beobachtet. Deutsche Namen. Auch neue Gegner. Die anderen sind nicht mehr so aktiv. Vielleicht kommen sie bald wieder. Wir haben also Braces und Soulcrowd. Soulcrowds. Die werden, ja, wahrscheinlich einfach momentan nicht so aktiv sein. Kommen sicher bald auch wieder. Mal schauen. Jo. Und Monster, also, ja, die werden schneller besiegt. Das geht alles ein bisschen schneller jetzt. Jetzt gerade nicht an. So. Ist der jetzt gerade gespawnt wahrscheinlich schon. Ah, nochmal ein Magnetstück. Sehr schön. Ich habe auch schon bei den Goblin, den Ork, und nein, Captains, gelevelt. Die geben schon ein bisschen mehr XP, aber dauern ungefähr auch doppelt so lange. Also noch nicht worth genug.
Also brauchen wir noch ein bisschen Schnelligkeit, also G-Speed. Jo. Fängliche Schild, cool. Ist auch weiß. Nein? Okay. Ja, das könnte vielleicht schon ziemlich besser sein. Vergleichen wir nachher gleich mal noch. Jetzt habe ich das gewechselt. Ja. Muss ja wegen dem einen Modpack für Minecraft noch grinden. Wir morgen dann am Mittag gemacht. Vielleicht kann ich morgen am Morgen wieder mehr regnen am Livestream. Aber es bringt halt, also es hat immer wieder mehr XP Leveln. So schnell geht es jetzt auch nicht mehr. Ohne XP Boost. Da haben wir jetzt wieder neue. Lohnt sich hier oben doch kurz zu gehen. Aber nur den zu holen hier. Ah, da ist auch noch eine. Ich habe dann auch ein Ding von einer Quest bekommen, Glückskiste Gold, die wurde ich eigentlich erst um mit Level 60 bekommen. Aber die Quest hat gar nicht angezeigt, ja, ich gebe jetzt eine Glückskiste Gold. Habe ich einfach dann als Belohnung extra noch bekommen. Die anderen Quests, zwei sind's, die geben noch, also die werden angezeigt, wenn man die Quest annimmt. Aber ja, ich denke, die werden wirklich beim Droppen ausgelost und deshalb lohnt sich dann natürlich nicht mehr. Vielleicht doch aufmachen, weiß ich nicht. Ja, wir machen sie danach. Ist doch egal, wir werden es nicht kriegen. Komisch, wieso die Leute das kaufen? Ich frage mich immer, was mit der Gilde manchmal los ist. Ob sie es nur fürs Fangetue tun. Aber auch diese Axt hier im Shop. Die haben mindestens zwei oder drei gekauft. Jetzt nehme ich Hammer, es ist ein Hammer sogar. Macht überhaupt keinen Sinn, ist nur Level 55 und recht schwach für Level 55. Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich einfach nur Fanliebe. Also überhaupt. Für nichts da. Ist eine, also Rassen Wandel Olle ist natürlich nur etwas, wenn man jetzt wirklich. Etwas umdenken muss oder will. Ich will in Zweig bleiben. Ja, Zwergen sind schon cool. Ja. Es hat sehr überteuert. Es ist etwas, was man halt wirklich sehr gut denken muss, wenn man es kauft und einsetzt. Dass die alles so kaufen. Aber für mich irgendwie nicht so. Ja. Angeberei halt die ganze Zeit. So. Ja, es ist alles beim Alten, die Forts und Schlösser sind alle in normalen Farben. Ja, morgen werden wir das Hirten Drachenwünsche kommen. Jetzt wird es wahrscheinlich täglich wieder so weitergehen, aber ja, wenn die das unbedingt so exploiten wollen, ist
Und sie es kriegen. Außer ist es halt, oder? Muss halt immer eine Übermacht sein, damit sie Freude verspüren. Solange es nicht immer ist, ist es okay. Maiswit hat auch gar nichts gemacht. Und mal das Reich wirklich schwächen. Ja. Und sie hat das Balancing gar nicht fixen. Dass die weniger Kampfeslust haben oder so. Wenn es 20 zu einem ist, dass dann wirklich die Leute dann 20 mal weniger gut sind oder so. Also je nachdem, einfach weniger Schaden einfach machen. Weil es ist meistens so am Morgen, dass wirklich nur ein paar von uns sind, ein paar von ihnen und dann, weiß ich, 200 Zürten. Und das ist natürlich völlig Quatsch. Ist halt überhaupt nicht balanciert. Mit dem nichts gemacht, gar nichts. Das ist ein bisschen schade, wenn es einfach so richtig unfair ist. Dann gehen natürlich automatisch weniger los. Auch nach online. In den anderen Reichen, weil sie unterlegen sind. Jo. Die Schadensbuff, die können auch mal noch ein bisschen länger gehen. Jetzt habe ich recht lange nicht so viel Schaden gemacht. Jetzt mache ich wieder mehr Schaden. Ja. Also jetzt ist der 6 Minuten der Buff. Also 200% mehr EXP. Sehe ich schon sehr viel aus. Jetzt habe ich noch 13.500. Nein, 965. Ich könnte wirklich alles raushauen eigentlich jetzt. Aber ich würde gerne einfach noch ein bisschen schneller killen können. Also eher so Level 56 oder so, dann alle raushauen. Also noch später sogar. Wie gerade im Moment geht's ein bisschen, also ja. Jetzt gerade wahrscheinlich nicht unbedingt so schnell besser werden. Also nicht mehr so schnell besser werden. Dass wir warten, bis wir bei den Orc Captains eigentlich die recht schnell killen können. Hoffentlich danach bald Level 60 erreicht. Na hier jetzt mal das Glocken, also da kann rein. Das kann ich Naja, ich bin nicht Portier. Ich möchte für die Katz nicht immer auf und zu machen. Sie wollen es aber nicht wahrnehmen, also sie machen es trotzdem immer. Ja, sie haben immer etwas anderes vor. Vor der Tür stehen. Und die scheint jetzt auch in den Kasten sein. Für die andere Katze. Den Schrank aufgemacht, die Türe. Und jetzt will die auch noch rein. Toll. Und die geht rein schlafen. Die bleibt jetzt einfach drin.
Ist ja immer so speziell, wenn irgendwas Neues aufgeht oder so. Katzen müssen immer dort schlafen, wo sie sonst nicht schlafen hätten können. Ja. Sind gerade recht viele da. Ja, doch ein bisschen laufen, das ist nicht so. Also. Ja, die Wege sind dann wieder ein bisschen größer. Spawns, neue Spawns sind jetzt nicht so schön. Ist eben schade, weil es ja ein MMORPG ist und da sollte eigentlich alles klappen. Naja. Fragt sich, wieso die Entwickler da nichts machen. Das seht ihr an den Konzi, sie wollen alles nur im PvP verbessern, aber im PvE oder so, dass es mal schnell geht oder interessant ist, verbessern sie leider noch nicht oder gar nicht. Sie drauf kommen irgendwann mal, dass sie das auch machen müssen, es ist nicht, aber. Ich tue mir eben nicht so viel Gedanken machen, ich tue eher, ja, auf das schauen, was gut ist in der Regel. Sonst kann ich auch aufhören. Werde ich aber nie. Weil es eben sehr gut auch so geht. Ja. Viel Leben. Also, das Schild hat 197 plus 8, 82. Lockchance 10, 12. Gut, also es ist viel besser. Ja, viel besser nicht, aber. Ja, weil wir nur ein Level 38 Schild haben. Ist das super. Also momentan sind die Drops auch wieder besser geworden. Keine Ahnung, also ich hatte jetzt echt lange immer nur weiße Drops. Oder Drops für magisch. Können halt sehr viel. So, tägliche Bonus ist fertig. Ja, jetzt haben wir schon recht viel gemacht. Ist ja nicht mal mehr, nicht mal lang, 20 Minuten. Es geht so schnell, man muss nur die Zeit finden. Man muss die Zeit sich nehmen. Dann seid ihr auch schnell wieder ein Level up. Ich habe jetzt eigentlich durch Reichsquest das meiste gemacht. Ich hatte schon einige Zeit gebracht, so eine halbe Stunde oder so. Bis dann wieder mal die Quest kam mit den Werwolf-Klauen und Zähne. Aber es hat sich irgendwie gelohnt, auch wenn es eine blöde Arbeit ist. Solltet ihr einfach nicht zu schnell machen, dass ihr nicht einmal über. Ja. Dass
sie die Quest nicht annimmt und überspult, zur nächsten Quest schon geht. Aber geht ja relativ gut, also zwischendurch noch etwas anderes machen. Dann habt ihr auch nicht so Langeweile beim Herumblättern. Und dafür ist das allgemeine Lager eigentlich gut. Das hat ja 6 Slots nur. Und hat 10. Ich glaube, es hat 10, aber man kann immer nur 5 reintun. Da einfach die Materialien reintun, die ihr gerade braucht. Sonst auf einen anderen Charakter tun. Habt ihr genügend und ja, könnt ihr noch schnell leveln. Wenn ihr alle auf einmal dann verkaufen. Also, abgeben könnt für XP. Da ist der richtige Weg drin. Ja, noch 18 Sekunden. Ja, und gerade jetzt ist eigentlich wenig los mit den Forts. Wir gehen einfach mal nach Akkus. Wir könnten jetzt auch ein bisschen mehr versuchen, ob es irgendwo Eisen gibt. So, abgelaufen ist es jetzt. Jetzt ist einfach noch der 150% Eventbonus aktiv, wahrscheinlich heute Nacht oder morgen Nacht wird es dann ausgeschalten. Gut, ja, ich denke, wir gehen jetzt in die Warzone, müssen natürlich noch umskillen. Ja. Dann schauen wir mal. So, beide Quests kann man nicht lesen. Und die Schwerter, die sind ja die Bosse, die kann ich jetzt auch nicht besiegen. Es wird sehr wenig besiegt und wenn die mal ein bisschen mehr besiegen würden, könnten wir dabei sein und dann die Quest abgeben. Aber auch als Ritt kannst du ja nicht so nah ran an Denra. Bin ich ihm sicher so ganz und gar nicht. Oh, 10. Das ist ein Mordschaden, das ist eine Zeitverschwendung. So, also. Ja, sonst kommt man immer ohne Schaden dort runter, aber ich bin wahrscheinlich nicht ganz dicht rechts an der Mauer entlang. Ja, jetzt, wenn es immer am Anfang von einem Monat kommt, wird wahrscheinlich ein Patch kommen. Morgen könnte es schon soweit sein. Ich glaube eher so am Freitagabend, eventuell Freitagmittag. Ja. Ja, dann sehen. Hat wieder etwas Kleines, also ich weiß es nicht. Jetzt haben sie eher das Event entwickelt, also haben sicher lange gebraucht dafür. Wenn sie nicht so fleißig sind, nicht so konzentriert auf das Game, eher auf die Handyspiele, die ja scheinbar, weil es halt einfach so Dullis gibt, als er Erfolg haben, was vielleicht Regnum nicht so Erfolg hat. Das merkt man immer wieder, die meisten Leute, die spielen einfach das Schlechteste, das, was am wenigsten Spaß macht sogar. Keine Ahnung, wieso. Damit sie gut ankommen bei den Freunden vielleicht. Oh, ich spiele auch das, was du spielst, aber es ist sonst lang. Ja. Jedem das eine, wie gesagt. Erfolg ist jetzt nicht immer alles.
bin froh, dass das Spiel immer noch gut läuft. Also 15 Jahren. Viele MMORPGs, die einfach weg waren dann. Obwohl noch gespielt haben. Ist schon schön. Also das ist sicher besser als die meisten anderen Entwicklungen, wenn eben nicht viel passiert. So, die lasse ich natürlich. Vielleicht haben wir dann bald Level 54. Und jetzt noch umscannen. Ich frage gerade nach einer Party, wo ich dabei sein kann. Also. Jetzt gleich noch mal schauen, ob wir Punkte haben. Wir haben zwei wegen einem Level. Ja. So die Sache. Also wir könnten. Ja, dieses Ding brauchen einfach viel zu viele Punkte. Ja, wir können nichts weiter skillen. Das ist klar. So, da. Sieht immer noch nichts, keine Schwerter zu sehen. Kein Kampfzeichen. Jetzt, Samal hat. Also seht, dieser Samal. So herum. Robot, gut. Deswegen wegschauen habe ich gerade falsch herum gesagt. So, ja. Schauen wir mal, wie viel los ist. Also ich denke, am Anfang bin ich ein bisschen weiter hinten. Ich will jetzt nicht unbedingt so sehr. Wir haben das Flowen und so ist dann manchmal echt mühsam. Ja, man ist einfach unterlevelt. Man kann nicht immer so mega nach vorne. Ja. Ich muss das ein bisschen hinkriegen, dass ich so wenig mehr sterbe einfach. Das heißt leider Kokaina offline gegangen. Aber der ist meistens nicht dabei. Also er ist wenig eigentlich am wirklich kämpfen vorne. In letzter Zeit, also im März, habe ich auch öfters noch gemacht. Da war er meistens da und jetzt eigentlich nicht mehr so. Schauen wir mal, ob andere von unserem Clan da sind. So. Jetzt gehen wir noch kurz zum Brief. Wir bekommen noch ein paar Tickets über. Ja, jetzt tut es auch blinken. Jetzt hat es einmal geblinkt. So, schauen nach Syrten. Da gibt es sich irgendwo Syrten. Die einfach herumtrollen wollen. Diesen XP abfarmen wollen. Ja, scheinbar jetzt momentan nicht. So. Jo. In aller Ruhe. Tickets abholen. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder die gleiche Quest Fort erobern. Oder ein Fort zurückerobern. Zum gleichen. So. Schauen wir mal. Schwarze Tee ist hier. Also hier sind wahrscheinlich Syrten. Gehen wir schon mal runter. Und der geht wieder hoch.
Ja, der einsame Wald. Sie nicht will, ist aber einfach vom Pferd, vom Löwen gerissen zu werden. Ja, es ist wirklich nichts los, also keine Sürden gerade. Das ist gut. Haben wir unser Bestimmungsziel schon erreicht. Ja, helfen wir einfach mit, da werden wir nicht so Belohnung bekommen. Es ist schade, dass auf Level 55 erst wirklich so ist. Aber immerhin, ja, muss man nicht mega viel Damage machen, damit man einen Einzelwerk bekommt. Also, auch kein Schlüssel. Das ist ja der doofe Gegner. Oh, ein neues Item? Ein Schädel. Cool. Ich will den einfach mal kurz. Okay, weil die gleich losgehen, gehen wir natürlich auch los. Mit. Aber ich glaube nicht, dass wir gut durchkommen und irgendwie Erfolg haben. Ist scheinbar besser. So. Das tun wir auch noch rein. Okay, ein Horn gibt es scheinbar noch. Die gehen einfach nebendran vorbei. Niemand wird irgendwie angreifen. Ja, das müssen die Dicken machen, nicht die hier. Ja, macht doch das. Meine Güte. Was würden alle Bots sein? Die können ja alle zusammen ein bisschen reden oder so. Ja, eben. Ich will ja einen Angriff gehen, also mal gehe ich damit. Aber ein paar könnten schon verteidigen, die wirklich ja verteidigen können. Was bringt es, wenn ich verteidige und dann sofort sterbe? Weg unnötig manchmal. Mal eben große können da viel mal raus auf den Sauerkraut sein. Kenn ich den? Ah, Regina, okay. Wissen kann ich. Ja, die meisten teilen sich wahrscheinlich nicht so gerne auf. Oder leisten nicht gerne Unterstützung. Das ist immer so. Ja, die greifen jetzt schon an. Also bei Angriff hätte ich nicht viele Chancen. Deshalb, bei Verteidigung. Bei Angriff hätte ich jetzt mehr Chancen. Die meisten auch Akkus. Also die Grünen werden ja natürlich eher angreifen. So, also 10 müssen wir bitte siegen, bei 2 Quests. Oh, ich bin überall langsam. So.
So ist das so stark. Nicht so schnell besiegen, bitte. Oh. Wie wenig die aushalten manchmal. Heftigst. Die gehen schon weiter. Die gehen echt alle schon weiter. Ist echt nervig, wenn man einfach nicht so Teamwork macht. Das ist die generelle Langeweile halt von den Spielen. Ja, ich weiß es. Sondern dass sie uns helfen, hauen sie schon sofort ab. Das ist eine völlige Dose. Man als Schwachen, also keinerlei Unterstützung, die wollen sofort immer wieder weiter. Völlige, ja. Aber nicht mal versucht, nicht mal ein bisschen etwas versucht, Herbert zu halten oder so. Je mehr man spielt, je mehr Geld man ausgibt, desto weniger will man halt wirklich auch unterstützen oder so. Das ist klar. Aber die sind sofort weggerannt, sofort alle abgehauen, sofort weiter nach Eferius Kessel. Als würden die mega Angst haben die ganze Zeit. Ja, sie sind halt Angsthase. Okay, Augsburg wurde noch verteidigt. Da bringt es jetzt aber nichts hinzugehen. Der Angriff des Hirten war schon da. Ja, sind halt zahlenmäßig auch wirklich extremst über. Also viel mehr als wir. Ja, gut. Ich hatte immer dieses Abhauen. Was einem als Lowy nicht so gut gekommen kommt. Er muss ja auch erstmal irgendwie ja, auch abhauen können. So. Ja, die werden alle zerstört jetzt in der Verlierskiste, wenn alle kommen. Wenn jetzt Argus schon nicht mehr angegriffen wird, heißt das, sind sehr viele hier unterwegs. Die werden alle sterben jetzt. Das ist noch gut, dass ich ein bisschen früher gestorben bin. Schauen wir mal, ob wir da irgendjemand finden. Ja, ist wirklich. Ja, die gehen wahrscheinlich jetzt nach Ignis alle. Jetzt haben wir aber nicht mehr so die Idee, wo sie sind, wenn noch überlebt haben. Dankeschön, Zwiebelquetsche. Willkommen und Dankeschön für den Follow. So. Ah ja. Geht halt schon ein bisschen auf den Keks, dass alles wird ist. Aber es macht nichts so aus, solange die Eisen eigentlich immer am Ort sind. Also na egal. Es sind einfach viel zu viele. Versuchen wir mal unten durch. Sind sicher dann hinten die Eisen. Oder nach Sama. Ja, das sind auch wieder.
ist. PvP. Haben alle wahrscheinlich jetzt gerade nicht geschafft. Wir müssen eigentlich jetzt hier wieder kommen. Ah, ist jetzt wieder mal. Jetzt haben wir so extrem diese Leute gehabt, die wirklich unbedingt wieder ein Fort erobern wollen und haben jetzt schon wieder aufgegeben, weil sie einmal gestorben sind. Passiert gerade kurz wieder nichts. Crash Party, please. Da wird jetzt gerade wirklich nichts angegriffen von außen. Können jetzt nochmals Herbert angreifen, die gestorben sind, und die anderen Ephorias, aber ich denke, es passiert einfach nichts, weil es zu viele Söden sind. Und die ja dort auch noch angreifen können. Many. Hauptsache, hier sind keine Söden. Könnte über den Schung, über den Sumpf kommen. Dort mal schauen, ob irgendwas ist. Ja, es war ein kurzer Herbrettangriff. Na. So, also hier sollte irgendwas sein. Ich glaube nicht, dass die direkt Ephorias angegriffen haben und sofort aufgehalten wurden. Wir könnten hier irgendwo warten. Gehen meistens so in der Mitte durch. Die nicht, sich nicht in einer Ecke warten. Waren ja eigentlich immer hier unten drunter. Okay. Ja, sonst besiegen wir uns halt selber oder so. Ne, wir gehen immer über Sama da wieder zurück. Können ein bisschen nachschauen, wie Syrtis wahrscheinlich Samal angreifen. Aber ich sehe halt immer wieder Spieler, die wirklich sich gerne umbringen, weil sie denken, ja, sie könnten es machen, aber meistens halt ein bisschen unterzählig sind dann. Und da will ich als Lowy vor allem auch nicht gerade mitten drin sein. Da Level 2. Ja, ich bin ein bisschen abhängig von einfach Gruppen. Ich habe Buffs gebe. Ach, also ja, später dann auch noch natürlich. Und wenn die Gruppen sich immer selbst morden, schon fast, ja, eigentlich schon. Kann man schon sagen, dann habe ich einfach weniger zu tun. Ja, da sind
Also hier ist wieder nichts mehr los. Schade. Wir können also in aller Ruhe hier leveln. Ich bin halt mit dem Jäger immer hier am Schauen gewesen, was die Süden so planen. Da kannst du relativ schnell beginnen. Aber als Ritter kannst du halt nicht so unbedingt so schnell. Überall durch. Ja, es wäre besser gewesen, wir wären in Alk geblieben. Ja, dort hast du ja manchmal auch nicht so viel zu tun. Ja. Ja, es ist wirklich wenig los. Es ist so schade. Ja, zwischendurch ist echt viel los. Ja, das musst du immer finden. Also wir gehen sofort, wenn irgendwas angegriffen wird, dorthin. Dass wir vielleicht noch die Eisen finden. Ich könnte nach oben gehen. Diese Seite kann man gar nicht schauen. Man kann immer nur runter, also. Ja, fließt nämlich in die Richtung. Eigentlich sollte man das können. Habe ich auch schon lange nicht mehr versucht. Also kann man machen. Die Spieler wollen irgendwas machen und wir sind halt stark unterlegen. Passiert einfach nichts. Sondern die ganze Zeit sich erledigen lassen von uns würden, könnten sie ja mal ein bisschen länger warten. Es will halt jeder irgendwie Spaß haben. Auch die Zuschauer gehen halt immer dann wieder ein bisschen weg, wenn nichts läuft. Das muss man ein bisschen suchen, ein bisschen warten. Dass auch Syrtis kein Fort mehr angreift. Wir bleiben jetzt dort. Es passiert nichts. Ich glaube nicht, dass die Samal jetzt dann bald angreifen wollen. Ja, das ganze System wirkt halt mit wenig Spielen sehr langsam und eigentlich fast gar nicht. Jetzt ist es lang gegangen, bis dann die Syrten endlich wieder zahlreiche da waren. Sie wieder Drachenwünsche machen konnten. Es sind jetzt mehrere Tage kein Drachenwunsch gewesen von keinem Reich. Das war also, es hat, glaube ich, den letzten Drachenwunsch am 23. oder so gehabt. Und ja. Jetzt erst gestern, ja, jetzt haben wir schon 9. 2 Drachenwünsche von Syrtis. Auch weil wahrscheinlich die Eisen immer noch am Leveln sind, immer noch am Materialien sammeln sind. Jetzt sie schon ausgelevelt sind. Aber immer noch diese Events machen. Ja, ist ein bisschen schade, eben da kommt das Spiel gar nie in Fahrt. Einfach auch KI fehlt, also richtig fehlt. Dass mal so ganz OP Soldaten herumlaufen und wo man dann mitgehen kann und dann
Soldaten bevorteilt, ist es einfach nicht da. Dadurch muss immer jemand extra spielen, also wirklich unzeitplanmäßig mal spielen, damit es vielleicht mal einen mehr gibt in einem Reich. Aber scheinbar sind halt die Hirten so viele bessere Spiele, fleißigere Spiele, weil sie eben nicht deprimiert werden durch die Unterzahl. Ja, und so klappt das ganze Schema halt wirklich nicht. Ist echt schade. Gut, eben wenn jetzt nicht so viel los ist, dann wissen wir einfach das Spiel fertig. Mal schauen, ob ich jetzt beim Turm vorbeikomme. Würde gerne eher beim Maniturm vielleicht vorbei. Ich versuch's mal hier. Die bekommen so wenig XP und Köpse über, ich glaube nur einen oder sogar nicht mal einen. Ja, sind nämlich sowieso die Syrten hier. Also sind die Ignöken überhaupt nicht aktiv momentan, wenn alles Syrtis gehört. Dankeschön für den Follow, Xen. Xen 1999, willkommen. So. Also einfach nach Rockers gehen. Mal wieder auf die Party warten. Ja. Die könnten auch vielleicht hier sein, die Süden. Sehen jemand am Leben. Okay. Also, August, da waren sicher ein paar. Dann können wir loslegen wieder. Jetzt haben wir erst kürzlich Herbret gemacht und ein bisschen zu viele Syrten gehabt. Ja. Okay. Wir gehen natürlich nicht sofort rein. Wir gehen einmal außen herum. Können wir mitkämpfen. Zu viele. Ich denke, viele haben nach dem Herbert-Angriff ausgelockt. Weiß nicht, wie verstehen, wieso jetzt so wenig hier sind. Ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, wenn man angreifen will und sofort zerschlagen wird. Kommen Egen auch. Greifen jetzt gerade aber nicht an. Dafür wäre ja. Da sind sie jetzt, jetzt greifen sie an. Okay. Okay, wir sind genügend schon. So. Das ging jetzt schnell mit uns und Spielen. So direkt mal wieder buffen. Nach dem Sultas-Terror.
Was ist jetzt? Angenommen haben sie es. Eine Viererparty. Ja, einzeln sollte man nicht anbleiben. Ja, kommt ihr nicht mehr. Ich will nicht der Einzige sein, der angreift. Was ist denn los? Immerhin einen, aber... Naja. Wenn er halt ein bisschen schneller ist, dann nützt es auch nicht. Ist doch einfach einer zufällig noch aufgetan. Ich mag das manchmal, wenn es aus der Ecke plötzlich wieder da ist. Ihn schön in seiner vollkommenen Form. Ja, der war schön. Da sehen deine. Die suchen uns. Also wieder ein bisschen aufschließen vom Band her. Wenn da so viele Syrten sein dürfen. Da unten ist noch eine rechts. Kämpfen die gerade, die da sind, die zwei Partymitglieder. Jagen vielleicht und jetzt gehen sie nach Trelle. Ja, ich folge den Partymitgliedern. Die gehen zurück. Also um Argos, ja, zu viele Hürden, das bringt es jetzt auch nicht. Aber bitte nicht wieder nach Herbret. Leute. Sind zu viele Syrten online? Wir einfach jagen zur Brücke. Immer wenn ich komme. So der Polizist. So. Halt, stopp! Hier verwalte ich. So, die kriegen wir noch.
konstant mal. Die versammeln sich ja, oder die ein bisschen zusammenschließen. Also. Ja, wenn die einen Fort halten, gehen wir auf zu ihren Forts. Dann sind wir wieder zurück, dann können wir das Fort erobern. Der Materialien sammelt. So, die Dänebrocken echt besiegen. Was dann? Der lässt sich nicht stunnen. Getroffen habe ich. Ich könnte ihn gebrauchen für die Quest, aber noch zu lange. Ja. Der andere kommt nicht. Jetzt wäre ich am besten Jäger und damit ich schauen könnte, ob jemand kommt. Ja, es geht schon, aber sind natürlich zu wenig. Süden kommen doch nicht. Ja. Wenigstens zurückkommen, um zu leveln. So ungestört leveln. Wie ich es manchmal bei den Werwölfen habe, dass die Süden wirklich nicht angreifen. Es gibt ab und zu noch jemand, der so Level angreift, aber es ist echt zurückgegangen. Scheinbar auch, weil sie weniger Punkte bekommen. Aber genau habe ich es nicht gesehen auf Blatt Papier oder so. Headshot oder so, dass das mal geändert wurde. Ja, tu doch jetzt mal wieder auffüllen. Das ist meine.
Es kommt echt niemand. Hätte jetzt eher gedacht, die Hürden kommen eher. Scheinbar können wir das aber ein bisschen mit Geduld machen. Du musst gar nicht. Aber wenn ich es nicht mehr bräuchte, würde ich das auch helfen. Geduld, bis wir dann alle so gut sind. Geht leider nicht so schnell, aber gut. Wenn man dran bleibt und. Ich habe schon sehr viel Lust, jetzt einfach die ganze Zeit zu grinden. Macht mir nicht mehr so viel aus. Aber ich hatte jetzt, ja, Anfang Jahr schon ein bisschen Probleme gehabt, einfach immer grinden zu müssen. Es wird dann meistens aber ein bisschen zu viel plötzlich, dann wird es wieder weniger. Macht es wieder mehr Spaß. Ist echt cool. Man sieht schon, dass er größenverhältnismäßig gestreckt wurde. Ich glaube, das ist der Ork, also der eigentlich am wenigsten gemacht wird in Neues. Ich glaube, es ist eigentlich super, dass wir den jetzt gerade machen. Ich glaube, den Ignis Ork können wir da schneller mal einfach zwischendurch machen. Und natürlich der Alsius Ork ist natürlich sehr gut zu erreichen. Ja, wäre gerne müde dabei. Der geht halt jetzt nur wegen vier Spielern doch recht lange, aber die anderen gehen schnell. Dann kann man das immer wieder zwischendurch machen. Ich habe heute ein bisschen mehr Zuschauer auch von den anderen Projekten bekommen, die jetzt starten. Es ist immer schön zu sehen, dass es einfach nicht unbedingt das Beste, das meistgeschaute Game sein muss, wo Zuschauer bringt, wirklich auch die eher unbekannten oder alten Spiele wirklich auch ein bisschen Beliebtheit haben. Indem ich Unterstützerregnung natürlich schon seit 15 Jahren. Ich freute mich damals so zu sehen, ah, es gibt so ein ja, Kriegssystem, wow. Ich war sehr motivierend in den ersten Jahren. War sehr aktiv, liebe Degus. Einfach nur Degus. So. Okay.
Jo, also Schlüssel, Truhe. Das ist Block. Baumsaft und Titanerz. Hier, okay. Titanerz ist ja eher Ignis Seite. Und Titanerz. So Baumsaft ist eigentlich auf unserer Seite auch. Ist wahrscheinlich auch in dieser Seite. Es gibt eine Karte im Discord von meinem Clan, wo also der Clan, wo ich drin bin, wo die Karte da ist. Kann sie nachher noch zeigen, kurz. Nee, jetzt kann ich laufen. Mal kurz zum Party. So. Das heißt so wie guten Tag. Also Samuel, denke ich, oder nein? Ja, Jean-Marie vielleicht schon. Wird ja meistens zuerst angegriffen. Ja, zwei Barbaren können eigentlich viel reißen. Ich könnte eben auch recht blocken. Zwischendurch. Ja. Das Kräfteverhältnis einfach so richtig verringert, wenn wir vier sind. Okay, sie machen jetzt wirklich alle Orks, das ist super. Und ja, da muss ich auf Sentinels schauen, wenn dann die großen Bosse kommen. Eventim, Tenra und Torkoal. Hätten wir die Quest eigentlich danach gemacht. Ich denke, mehrere brauchen wirklich die Besten und deshalb kommt auch. Und die auch. Ja, die Dungeon, wir könnten noch für die Dungeon uns einschreiben, aber dann müssen wir die Kampfskin mehr haben.
ist vielleicht ein bisschen defensiver, aber dann machen wir noch. Ist eigentlich beide gut. Machen wir noch den Orks, also wenn jetzt der letzte Ork noch dran kommt. Ich hoffe es jedenfalls. Ob sie es schon gemacht haben, ich denke nicht, weil sie mich erst eingeladen haben. Vor dem anderen Cities Ork. Na, der geht deutlich schneller scheinbar. Kokain ist auch schon dabei gewesen. Kokain. Jetzt ein bisschen mehr, das war eher beim einen, was ist. War richtig schön mit Ankündigung. Ich muss so erstmal kurz in die Knie gehen. Ich bin ein armer Ork, der ein altes Gebrechen leidet. So. Gut. Na, das Gleiche. Einfach ein paar angreifen. Das müssen wir lieber verteidigen. Die sind ja recht überrascht worden. Ist immer noch so langsam. Komm, Mana, Mana, Mana. Wie sind das zwei Schützen und ein Jäger? Wann wird endlich dieses Skill Ding? Banfuse ist wirklich einer der nervigsten Skills. Geht viel zu lange und die Slowness ist auch sehr, sehr viel zu stark. Nicht zu weit rein. Also ich gehe auf jeden Fall nicht dorthin, wo er ist. Sehr schön. Ah, wir haben den Ork gekriegt, wir waren zu spät. Also positiv für uns.
Ja. Der ist wahrscheinlich tot am Liegen dort, weil wir drin sind. Wir gehen jetzt einfach zurück. Ich denke, ich gehe nach Manny Brücke. Habe jetzt nicht Lust abgefangen zu werden. Jetzt sind die Igen schon wieder zahlenmäßig mehr geworden. Ja, und wenn nicht so viel läuft, können wir einfach noch ein bisschen weiterleben oder ein anderes Spiel dann spielen. Pass of Exile bin ich auch wieder ein bisschen aktiv gewesen, habe ein Beta ausprobiert. Ich finde ihn aber, ja, mag es nicht so ein bisschen defensiver zu sein. Ist jetzt wirklich motiviert, da auch zu bringen. Weil sie haben alle nicht viele Zuschauer. Weil die ganze Liga dieses Mal nicht beliebt ist. So. Imperia ist ja auch nicht gerade da. Ja, okay, jetzt ist er wieder da. Das Söldner, Skelett-Söldner. Jetzt ist nur noch er und Feind AFK. Spike. Schade, dass dein letzter Ork jetzt nicht noch gemacht wird. Schaue jetzt einfach kurz dazwischen vorbei. Wir müssen nach Argus einfach durchlaufen. Nein, Schütze. Das sind wieder die Skalierungen, die nur auf Stun gehen. Geht in Richtung Bind, genau. Du hast nichts mehr Geschwindigkeit. Ah.
Ist übertrieben. Wieso hat er diesen Skill auch noch? So, Clan-Ziel ist auch abgeschlossen. So. Ja, das ist gut, dass er auf mich den Schwächen losging, sonst hätte ich ihn selber nicht noch stunnen können. Also stunnen können wahrscheinlich schon, aber nicht so weitermachen können. Da hat er jetzt einen Fehler gemacht und auch die Kurve hätte er nicht machen dürfen. Er hätte hier oben noch genug Möglichkeiten gehabt, abzuhauen. Also, er ist immer noch da, dann gehen wir jetzt hier runter. Ja, der andere Partymitglied hat das nicht gesehen, der da noch zur Hilfe kommen können. Und der andere ist auch nicht wiedergekommen. Man bekommt da sehr wenig Unterstützung über. Ja. Aber es ist gut für uns. Ja, sind sehr viele. Wie ich dachte. Was ist eigentlich ihre Motivation, so viele einfach immer zu sein? So schlimm. Macht doch keinen Spaß, immer overpowered zu sein. Ich weiß noch auf Valhalla, Muspel und Niflheim, als wir overpowered waren, das echt viel Motivation genommen manchmal. Es hat manchmal natürlich erfreut, klar. Aber ja, hast du keine Herausforderung, fühlst du das Spiel auch viel mehr langweilig. Wie lange bin ich jetzt schon in Alsius? Schon fast 2, 10 Jahre. Sehr viel Spaß immer noch. Wir sind wirklich manchmal wirklich das schlechteste Reich. Dennoch macht es einfach am meisten Spaß. Und trotzdem spielen natürlich viel lieber noch Syrten zusammen, weil sie einfach zu viel sind. Was macht dieser Kreuzung? Irgendein Papa. Ich mag Barbaren von unserem Team nicht. So viel Schaden. Okay, hat wieder zwei reingebracht. Ah, die beiden sind wieder zurück. Okay, dann können wir hoffentlich nachher nochmals den Ork machen, wenn sie schon zurück sind. Hat jetzt gedacht, die sind ja längere Zeit jetzt weg. Was Kotze? Yeah, ich habe wieder Kotze gefunden. Der Bruder der Katze. Also. Dann möchte ich dir doch die Wand. Ja, dafür. Thank you.
Okay, eine haben wir noch erledigt, aber eine noch irgendwo versteckt. Da ist noch eine. Ja. Die haben wir auch noch einen. Ja, die Auren geben schon recht viel Einfluss. Obwohl wir eigentlich nur kurz mal in das gedrückt haben. Nochmal. Wo war der jetzt? Er ist einfach da drüben gekommen. Diese Teilnahme, die wir haben. Ja, würden wir einfach stärker sein, defensiver sein, könnten wir viel mehr mitkämpfen. Das ist schön, dass die jetzt wirklich immer wieder kommen hier. UFO ist auch hier, habe ich gesehen. Gar gut. Ganz und gar nicht gut. Da ist er ganz und gar nicht gut. Hey, da wird ja ganz viel runtergerollt. Ganz viele Grüne auf dem Boden der Tatsache. Gell? Die haben sich einfach nicht gerade so gut angestellt. Und beim Jagen haben wir natürlich mehr Chancen. Und wir auch noch. Sie einfach irgendwie schneller sein. Wie sieht das dazwischendurch einfach so richtig einfach reinstürzen. Der hat schon lange aufgegeben. So. Ja, wir haben hier noch einen. Wie es erst spät gemerkt hat, dass wir kommen auch von der Seite. Nein, ich bin noch reingelaufen. Bin ich betrieben. Wie viele einfach blind kommen? Die kann man jetzt alle da runter. Im Boden. Ja, ist gut. Die Barbaren mit ihren Schweinen. Ah, hier ist er. So, eine ist noch weggeritten. So, viel genug gesehen. So, der ist auch weg. Okay, das hat sich sehr gelohnt. Die anderen sind dort. Da
Da kommen sie mit dem Vogelstrauß. Gibt's dort auch noch ein paar, die zu uns sind? Die gehen jetzt wirklich. Die anderen kommen auch, okay. Gut, dann gehen wir wieder nach. Erbrettbrücke. Da der links einfach ungestört durchlaufen kann. Sind zu viele. Okay. Wie er einfach noch lebt. Wie er einfach das Bett verlebt. Ja. Bleibt da, bis man auf Rebirth wechselt. Bleibt's da. Aber inaktiv natürlich. Gut, dann nicht mal. Ja, kommt die nicht? Bisschen mehr umschauen manchmal, liebe. Mitspieler. Mit am liebsten jetzt Schütze sein und sie noch abschießen können. Okay, die anderen sind schon wieder hier. Die gehen meistens gar nicht so weit, scheinbar. Schon wieder sind. Aber Leute, immer nur so einzeln gehen, geht doch in einer Gruppe. Jetzt hinter mir. Hey, helft mir doch! Dumm manchmal nicht. Ja. Sind sie immerhin ein bisschen kontinuierlich gekommen, aber das machen sie natürlich auch nur, weil sie überlegen sind. So. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen oben durch, wenn die ja schon so viele da sind. Ah. Zu wählen. Das ist ja echt spannend. Also kann man auch mal ein bisschen Trinkpausen machen. Direkt den Weg nehmen.
Der Tee ist echt bitter. So wenig Zucker drin. Also ich tue fast gar keinen Zucker rein. Und doch ein bisschen bitter. Tot. Weihnachtsbeutel. Aha. Er hat noch Weihnachten. Das macht mehr Sinn, so von der Seite, also immer wieder Richtung Aggers zu flüchten. Ich will jetzt nicht mit denen gehen, ich will zu Kokain gehen. Durch. Er ist gestorben. Ja, wir sollten mehr sein, aber das lohnt sich eigentlich viel mehr, indem wir nur vereinzelt gehen. Ein bisschen schneller sein. Dort drüber. Wir haben immer wieder einen Bus, das ist nervig. Aha. Da gibt es wieder ein paar mehr. Okay, gut. Ja.
Und so kommen sie wieder. Suchen es halt immer wieder. Sie versuchen es immer wieder. Mal aus der Fernseher natürlich viel mehr Chancen. So viele gerade jetzt. Die wollen natürlich die noch abfangen. Die kommen. Wer aber nicht nachkommt. Ach, die können nur gewinnen, wenn sie in Überzahl sind. Sonst tun sie wirklich mega fehlen. Ja, sind bekannt für Dauerstunts. Aber kriegen uns gar nicht so schnell. Eben dadurch, dass sie auch nicht so viel Schaden machen. Jetzt wird es langsam halt immer wieder mehr. Kommen dann die Spanischen. Dankeschön für den Follow, Tomara. Thank you for the follow. Okay, jetzt machen sie die Orks. Die waren nicht mehr auf mich. Den letzten Ork, dann habe ich da alle Orks. Urgockel, Urgock. So, dann können wir kurz einen Ork machen. Ork-Anführer. Ja, zwei sind tot. Wir sind alle tot. Wahrscheinlich sind es Ignis. Denke mal. Macht ihr das nochmal nachher? Nee. Einer ist nach Aggersborg gegangen. Ein Heiler. Machen die jetzt Kalmar, da brauche ich ja auch noch die zwei Türme. Okay.
Dann kann ich die Quest auch schon abschließen. Jetzt erstmal hier. Nicht rüber, nein, da rechts. Okay, muss ich wieder zurück zuerst? Materialstücke ist die eine Quest, dann wir noch handeln. Einfach einen Feind töten, okay. Das ist die Quest. Gut. Ja, dann gehen wir mal mit. Ist jetzt nicht Ding dort. Ist wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, der dort kommt zuerst. Ja, sonst sterben wir kurz. Und da haben sie das jetzt entfernt. Na, wenn eine Seite dominiert, ist eigentlich ein dort gekommen. Vampirisches Absaugen. Das ist, glaube ich, schon vorbei, scheinbar. Okay. Ja. Die Animation. Na, kannst du mich nicht angreifen? Typisch NPC. Um keine Icken. Ich kann ja ein bisschen mithelfen, dann denkt man jetzt angreifen. Ja, ist ja nicht mal vonnöten. Sind gar nicht so zäh, die Wachen.
Ja, schade, dass ich das mit den Truhen noch nicht machen muss. Ich glaube, es kommt neben. Sirtis hat das jetzt einfach kurz gemacht. Jetzt machen wir es. Ich glaube, wir treffen uns da nie. Es lohnt sich ja nicht. Wir bekommen keine Punkte. Können wir jetzt eigentlich nochmal nachschauen, wie viel war Master Coins? Ja, heute 578. Hab alle doch reingetan im letzten Livestream. Ja, über 100 Königreichspunkte heute. Zu Low Level geht es natürlich noch nicht so schnell. So. Das ist alles okay. Ja, das ging jetzt schnell. Oh, ich habe ein Küsschen bekommen. Dankeschön für den Follow. Thank you for the following. Liegt Zeta. So, jetzt geht's wieder nach Hause. In die Börse. Jo. Salutos. Jo, wir müssen einfach dann noch irgendwann mal ein bisschen mehr leveln. Ja, genug Zeit haben wir heute noch. So früh ins Bett, also so früh. Ich gehe noch ein bisschen, bleibe meistens so bis 4 Uhr wach, weil ich nicht so lange schlafen muss. Chica Pro. So, aber wir haben niemanden gekillt in der Kalmar-Insel, das bringt uns jetzt nicht so weiter. Hello. So. Keine Ahnung, was der da unten machen muss. Also, wir gehen wieder in die Wurst und zurück. Gesborg. Er ist auch gekommen. Ja, so eben. So, jetzt können wir noch kurz hier anbinden. Wir sind ja beim anderen Trelle verbunden. Ah, jetzt wollen sie wieder die Org anführen machen. Okay. Mach ihn natürlich mit.
Ja, jetzt haben wir alle drei Orks gesehen, aber die Bosse wollen nicht kommen, die sind immer zeitabhängig und genau dann, wenn ich natürlich in Europa nicht eine gute Zeit habe. Ist meistens 5 Uhr aufstehen und 7 Uhr morgens. Ich kann auch gleich mal schauen, wann die großen Bosse da sind. Und ja, das mache ich dann mal vielleicht auch im Livestream. Und das Gleiche ist noch ein bisschen zu wenig. Also ich bin einfach noch zu low-levelig. Weil ich muss ja auch ran und ein bisschen Auren geben von den Barbaren. Habe ich ja sehr viel schon gemacht mit Beschwörungen, Barbaren. Mit den alten Accounts. Recht viele noch dazu. Shield. Jetzt ist er gelb. Aber der Ignis, der ist am wenigsten schnellsten gelegt. Okay, doch recht viel. Der ist wieder zurück. Er ist jetzt auch hier angekommen. Ah, hier. So, also die drei Bosse. Bosses. One Days, 16 Stunden, 3 Tage. SS gewesen. General. Einen Tag und 16 Stunden, das heißt eigentlich recht gut. Am Abend kommt er dann übermorgen. Ja, Torkul machen wir auf jeden Fall. Bei den anderen, die können halt morgen oder Mittag kommen. Soll ich nicht jetzt nicht aus. Gottchen, was ist denn los?
ein bisschen daneben ist, dann hat man schon Probleme. Manchmal echt zufällig, also dass man sofort reingestürzt wird. Machen immer wieder einen Bummel hier im Wind. Was wir manchmal auch machen, wenn wir gerade eine gute Phase haben. Und sicher auch sehr wenig. Also. Drei Stunden. Ah, oh, Spike, hello. Nice. So. Okay, die haben gerade. Nice. Direkt geht's los. Ich war schneller. Wieder nicht gecheckt, dass ich gebufft habe. Aber erst kürzlich gebufft. Aha. Die noch erledigt den Gegner. Den Ork. Der kommt wahrscheinlich bald, deshalb, ne? Und ab morgen kommt er weniger oft dann. Ich hoffe doch nicht noch genügend. Ja, werden wir dann sehen. Sollten sie nicht so verringern. Und die Entwickler wollen halt immer, dass wir mega viel Zeit haben. Können wir ja nehmen, aber ich habe
andere Projekte, wo wir auch ein bisschen mehr bringen. Reduziert doch endlich mal die Raps. Dankeschön für den Follow El Raiden und Banana. Willkommen. And thank you for the follow. So. Jetzt geht's wieder mehr. Sie kommen schon. Na gut. Die empfangen wir einfach dort wieder. Ja, das geht's eigentlich nicht. Ja, vielleicht finden wir jetzt auch das Horn noch. Oh.
benutzen. Aber seht, diese kommen, die machen ja auch immer eher sehr schnell, weil sie mehr sind. So easy. Ja, es wird wahrscheinlich gerade in den nächsten paar Stunden ein bisschen weniger spielbar. Meistens so auch 4 Uhr sind da wirklich viele online. Da bin ich mit Schlafen. Ja, sonst müsste ich wirklich nach Südamerika ziehen. Ich wollte ja auch noch ein bisschen leveln, also ein Monster. Aber haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Also wenn jetzt gerade nichts passiert, können wir noch kurz ein bisschen leveln. Aber ich denke, ich mache das eh auch mal. Welcher Kopf ist umgefahren? Die ganze die Tür geöffnet hat vom Schrank. Naja. So. Danke. Schädel noch. Heute ist der Schädeltag und vorgestern, vorgestern war der. Ja, was war's? Was heißt's? Der Haut. Okay, Tag. Ah, die wollen jetzt irgendwie Sommer angreifen, okay. Machen wir das nochmal. Nein, uns eh nicht mitzuhelfen. Ja, wenn wirklich mehr los ist, also auch ein bisschen weniger Syrtis, mehr Alsius und Ignis, dann kann ich wirklich auch lange streamen in die Nacht rein. Aber jetzt doch die paar Stunden, 2,5 Stunden sind doch ein bisschen noch zu wenig los. Also ich kann einfach zu wenig machen mit meinem Low-Level.
kann ich auch mehr machen, wenn ich dann hochlevel bin. Also, ja. Ich mache einfach mehr. Ich finde es sehr spaßig. Das wir also auch noch bekommen haben. Eine Haut. Da kommen alle. Ja, sieh. Sieht immer so ulkig aus, wenn da so ein mega Haufen Syrten kommen. Sehr soziale Leute. Laufen alle anderen mit. So eine Riesenkarawane. Vielleicht haben sie Angst, unter Paolo zu sein, vielleicht. Das war jetzt wirklich sehr ulkig. Die überpowered, die jetzt gerade hier angekommen sind. Ja, wenn sie es machen können, dann können sie es machen. Ich finde jetzt gerade los, die wir einfach sie umkurven und dann eigen angreifen. Würden sie es noch nicht. Vielleicht ist es wirklich eine Karawane, die nicht Krieg macht. Aber der Anteil ist halt schon riesengroß. Wieder das Spiel schon zu kämpfen haben die ganze Zeit weiterhin. Dass es nie so richtig balanciert werden kann, weil das ja, grüne Volk natürlich schon am meisten Einfluss hat. Die kommen wieder ranzen.
Sie haben gar keine Angst mehr, müssen einzeln kommen. Ja, das ist halt die Schwäche, wenn sie dann denken, überheblich wären und einzeln kommen, dann werden sie halt immer rausgepickt. Wenn jetzt mehr wieder mehr Söten kommen, muss ich wieder warten. Ganze Zeit, die Katzen, die wollen halt auch immer unterhalten werden. Die geben einfach nicht, ja, sie wollen immer wieder rein und raus und rein und raus. Essen. Immer essen. Mach einfach auf. Kommt nicht. Hat genug Socken. Nee, sie läuft kurz in die Küche, damit sie denkt, ja, ich komme noch. Immer schön in die Küche. Ja, Katzen können ja nicht auf die Uhr schauen. Wenn sie dann frühzeitig Hunger haben, dann tun sie schon frühzeitig verlangen. Komm noch mal. Paladin. Ja, sieht schon aus. So schön glänzend. Ausgelockt, ausgelockt. Ja, Knurz aufs Knöpfchen drücken und dann ausloggen. Das ist eigentlich Game Breaking. Ist mir aber schnuppe. Plötzlich lockt es sich plötzlich wieder ein und ist dann mit so einem Alten im Sinn.
gestreut. Ist nicht ganz so gut. Langsam kommt die Müdigkeit. Schade. Sieht auch nicht so, obwohl sie überlegen sind. Ja, wir gehen, glaube ich, zurück. Jetzt nicht allzu lange hier herum versuchen. Ist schon 2 Uhr. Ja, sie gehen auch. Ja, dann tun wir noch kurz ein bisschen kloppen. Monster kloppen. Oder einfach dorthin stehen. Ja. Ich weiß nicht, was heute noch alles geht. Hat schon sehr viel zu tun. Ich denke, es geht schon, dass ich es auch zwischendurch manchmal regnen bringen kann. Aber der Server, Minecraft-Server startet das jetzt wirklich. Da müssen wir viel machen. Und GTA Roleplay ist ja auch gleich soweit. Da kann es noch so 2-3 Tage gehen. Ist ja das Hauptprojekt, Livestream-Projekt. Also in dieser Zeit, wo die meisten online sind, vor allem. Okay, ich gehe jetzt mal hier das Pferd aus den Tiger Löwen und jetzt müssen wir nach Birka. Um das Kind zuerst.
Ich werde zum Teil sehr viel halt ohne Livestream dann leveln. Damit ich immer wieder bereit bin, wieder aufstehen kann und ja, manchmal AFK sein kann. Dafür sind wir dann schneller hoch und dann können wir viel mehr leisten. Und ja, wir können ja immer wieder gut denken. Als Ritter geht das viel früher. Also Level 55 ist Alastor. Und die anderen kriege ich hoffentlich auch. Ja. Ja, es ist schön heute gewesen gestern. Drei Orks besiegt. Ich hatte mal zwei besiegt. Auch schon wahrscheinlich schon 2 Jahre her. Aber drei an einem Tag sozusagen. Recht schnell hintereinander hatte ich jetzt eigentlich noch nie gehabt. Weil sie sind noch nicht so alt. Also damals, wenn ich euch recht gut war, waren die noch nicht dabei. Und dann hatte ich ja mehrmals da diese Server-Vibes-Probleme. Account verloren wegen Nitrado, Gamigo ist es. Genau. Oh. So. Jo. Habe ich da eigentlich noch? Ah ja, die kann ich auch rein tun, ja. Alles rein. Was sie nicht dabei haben. Die lasse ich draußen. Noch 2 Level. Also die ersten Drops an.
ist die Quest-Rüstung. Kann ich eigentlich wegwerfen. So. Und Level 51 ist ja auch nicht. Naja. Kann mir hier schon schauen. Ah, du gehst den Face nach oben, okay. Dann hat der. Was ist denn los? Okay, der rum. Wir haben jetzt schon lange nicht gemein gekämpft. Kurz reloaden. Komm. Hat irgendwie nicht gezählt. Sind die so lange nicht mehr im Kampf gewesen? Jetzt ist auch gerade nichts mehr los. Ne? Immer noch den Server haben. Ja, voll. Wir gehen da hoch, wo es mehr hat. Jetzt da nicht einzeln immer angreifen müssen. Ja, hier sind die meisten, dachte ich, könnte da mehr nehmen. Er weiß nicht, was er machen soll. Sind sicher alle hier. Also da unterhalb vom Felsen hatte ich mal ungefähr so 20 Stück auf einem Haufen. Und die tun sich natürlich, je nachdem, wo sie wieder spawnen, nicht wieder verteilen. Dann sind sie manchmal wieder zusammen. Ja, und manchmal tun da mehrere Leveln. Sind sie immer relativ schnell wieder an einem Ort. Also geht's auch, wenn jemand hier levelt, die sind schnell wieder da. Jemand levelt da oben eher. Einer levelt ganz unten, hinten. Diese Seite unten. Geht eigentlich sehr gut, aber schneller tun sie nicht spawnen, man hat dann einfach zu wenig. Dann wartet man einfach, bis einer dann wieder ein bisschen weniger fertig gelevelt hat. Dem noch viel Bonus, das erwähnt ich noch nicht fertig. Ab 4 Uhr ist immer sozusagen der Wechsel vom
einfach die Tage wechseln, dass man wieder den täglichen Bonus hat, genau. Da haben wir noch einen Brief. Wahrscheinlich die Quests töte sollten. Was glaube ich diesmal? Und allgemein Spiel. Keine doofe Sache. Ja, Reis und Juwel stehen ist natürlich schwer. Zeit. Früher Nachmittag ist wahrscheinlich am leichtesten. Und das hier, es gibt keine nuklearen, die. Es war kurz mal einer da, der ist von Level 1 auf. Ja, was ich habe Level 20 oder so gekommen. Echt schnell, der hat wahrscheinlich Ex-Boost benutzt. Sonst geht's nicht. Ja. Ach, weniger eingeladen als Fremd. Ja, es geht ein bisschen länger, bis ich Lowlife bin. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte das noch recht schnell machen. Spät möchte ich es dann nicht mehr haben. Ja, sonst brechen wir dann einfach so. Schade. Also eventuell, wenn es wirklich gut geht, kann ich dann morgen wieder streamen. So 10, 11 Uhr. Wird es aber schon sein. Ja, wenn es nicht so spannend ist, natürlich. Aber es geht halt immer, ja, relativ schnell mit dem XP-Bonus. Vielleicht nochmals einen Booster einsetzen, ne? Aber sie sind halt sehr schnell weg. Ich hätte gerne ein bisschen bessere Booster in der Zeit. Sehr ist wichtig, dass ich mehr Zeit hätte und das einfach ein bisschen langsamer angehe. Bauarbeiter haben wir. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr bekommen. Ja,
geht's schneller, manchmal geht's langsamer, aber es geht eigentlich schon recht gut. Sollte einfach nicht gäbe oder so angreifen, was heute. Ich denke, ich greife jetzt nicht mehr den an. Ja, machen wir Feierabend. Ja. Mal schauen, wie es geht. Also ich würde gerne danach einfach streamen. Wie ich hier level. Und zwischendurch immer wieder Warzone machen. Dann haben wir das auch relativ schnell gemacht, wenn wir aktiv bleiben. Aber es wird schwer, wenn man so lange arbeitet. Erst Fußballtraining, dann Minecraft-Server und GTA-Rollenspiel-Server. Ist halt sehr schwer, da wirklich genügend Zeit zum Regnum spielen haben. Aber macht immer wieder mega Spaß, irgendwie. Auch wenn es immer ein gemütlicheres Spiel ist, ich glaube so. Ganz viel machbar ist, aber war wirklich schön. Ging auch gut, ich bin wenig gestorben. Ich glaube, zweimal bin ich gestorben. Ja, wegen diesem Verlangsamen. Naja. Okay, Ignis Imperia. Könnte man gleich rüberschauen. Mal die Sichtweite extremst erhöhen. Könnte man hier auch die Burg sehen. Der Schluss. Ja. Gut, also dann gute Nacht. Dankeschön fürs dabei sein. Und gerne immer wieder. Sonst einfach schreiben, wenn ihr unbedingt sehen wollt. Ich werde natürlich gerne für euch da sein und livestreamen. Gut, ja. Eben, es geht langsam los. Wir sind jetzt gut vorwärts gekommen wegen dem Event. Jetzt hoffe ich, dass es nicht viel langsamer wird. Sind auf diese 50%, die fehlen. Jo, werden schauen. Also ich werde mir Zeit nehmen, wenn ich kann. Gut, dann jo. Gute Nacht. Dankeschön und tschüss.